Eine kleine Pilz in den Bogen. Er macht ganz viel Lust auf Pilze. Also, auf alle möglichen Pilze. Hauptsächlich aber auf die. Also, die nicht so. Bin zum Fliegenfest gekommen. Durch Geschichte und Märchen. Und wollte dann wissen, was ist damit eigentlich. Und dann habe ich ihn in Alkohol gepackt und dann hat das nicht geklappt und es hat auch nicht gewirkt. Bis ich dann den beginnenden Wein gepackt habe, dann hat das gut gewirkt. Nochmal? Beginnenden Wein. Also in einem Weinansatz, der erst getraut oder in meinem Fall Honigwein, der dann anfängt zu gären und in diesem Prozess das miteinander vergären, wird der Pilz hervorragend aufgeschlossen und ausgelutscht und der Wein ist dann wieder bekannt. Also, die Pilztechnik, stehen an die Pilztechnik. Und dieser Fliegenpilz, ich sage einfach mal so, mag mich oder ich ihn oder beides. Und ich benutze ihn sehr gern bei Ritualen. Eines Tages kam dann ein Mensch zu mir, weil jemand anders ihm gesagt hat, dass ich ihm vielleicht helfen könnte. Und er konnte nicht schlafen. Und irgendjemand hat ihm gesagt, dass ihm das vielleicht helfen könnte. Und davon wusste ich gar nichts. Wir haben uns dann hingesetzt und dann unterhalten und haben gesagt, und hier ist ein bisschen Fliegenpilz zum Rauchen. Und hier ist ein Fliegenpilz Wein, wir haben eine Dosierung draus gemacht. Der hatte eine kälteartige Tinnitus-Erkrankung. Erfreulicherweise nicht sonderlich verbreitet. Die Haut ist ständig rot, ständig weh, er kann nicht ordentlich arbeiten, er kann nicht leben und vor allem, was viel schlimmer ist, nicht länger als 2,5 Stunden pro Nacht schlafen. Und sozusagen ständig unausgeschlafen. Und dann ging er nach Hause. Und am nächsten Morgen rief meine Frau, mit seiner Frau mich dann, ob sie einen Arzt holen sollte oder noch warten. Er hat schon länger als 7 Stunden noch einmal geschlafen. Ja, hab ich gedacht, das ist ja toll. Und immer wenn Leute nicht schlafen kommen, dann denkt man, ja, das ist toll, fliegen jetzt. Leute, das ist sowas von in die Hose gegangen. Das geht nicht immer. Die sind wach geblieben und haben komische Träume gehabt und konnten gar nicht schlafen und wurden nervös oder ärgerlich oder manchmal auch ganz glücklich, aber es war nicht für sie. Er scheint nicht immer gleich zu sein. Und was auch viel schlimmer ist, der Scheiße zu sein. Der Pilz hat von hier nach da, von Jahr zu Jahr und von Sorte zu Sorte so unterschiedliche Wirkstoffintensitäten. Große Menge Pilz, reine Malen, trockene reine Malen, miteinander mischen, vergiss es, geht nicht. Habe ich auch immer noch zu viel Unterschied. Das Einzige, was wirklich geht, ist ein guten Wein oder ein gutes Bier daraus zu machen. Aber da muss es schon immer in den Beginn des Prozesses mit sein. Dann ist es einfach. Man muss dann allerdings darauf achten, dass der Alkoholgehalt hoch genug ist, damit der Alkohol konserviert. Denn wenn man andere Konservierungsmethoden nimmt, sterben die Inhaltsstoffe. Also, ich weiß jetzt nicht wissenschaftlich genau, ob sie dann tatsächlich tot sind. Ich weiß nur, dass sie hinterher nicht mehr sind. Jedenfalls nicht mehr so wie vorher. Es ist dann zwar vielleicht noch überraschende Wirkung da, aber nicht mehr die der Wesensehen oder die der Heilung. Das Problem ist, wenn man so einen Wein macht, ist der von Mal zu Mal sehr unterschiedlich. Und so viel Fliegenpilz, dass man mal 1000 Liter macht, um dann ganz Deutschland damit zu bewirken, das auf einmal zu finden, ist der Dampfschule. Das heißt, wenn man das industriell herstellen, geht das so gar nicht. Außer man nimmt wieder die systemischen Stoffe. Und dann ist das mit der Wirkung raus. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Allerdings, ihr könnt auch einen Typus. Denn der Pilz ist eigentlich. Pilze zersetzen ja, das ist der Sinn von Pilzen. Ich glaube, es ist dazu nicht gerne, ob das Fingernagelpilz ist, der meinen Fingernagel zersetzt und den Leben wieder auf. Oder den Pilz am Penis oder Frauen Wangen machen. Oder den Pilz im Wald haben, alle zersetzen. Oder meine Pilze im Darm, mein Essen zersetzen. Und Fliegenpilz ist offensichtlich einer der Königlichen Pilze. Er kann also zersetzen. Wenn jetzt jemand gedankenlos und ohne Respekt mit dem Pilz umgeht, habe ich es mehrfach erlebt, dass diese Leute Halluzinationen der fürchterlichsten Art und Horrorarten ohne Ende, weil der Pilz ihnen gezeigt hat,
wie mächtig im Zersetzen er sein kann. Und da war das dann egal, ob er mit einer kleinen Mannschaft in den Mund spaziert ist. Die Zähne zersehen, zerschlagen, zerknüpfen, zerbrochen, abgetreten, abgedreht oder mit Pressverfahren geworden. Oder ob er gezeigt hat, dass er den ganzen Körper auseinanderlegt und den ganzen Windel. Das heißt, wenn man mit Pilzen, Fliegenpilz bekämpfen geht, ist es ganz, ganz wichtig, ein gutes Set und Setting zu haben. Das heißt, eben wie man das gibt, gründlich darüber aufzuklären, was uns da passiert. Lieber mehr vorzuwarnen, als zu reden. Und zuzusehen, dass sie mit Respekt und Achtung. Dann haben wir sehr viel Spaß und auch viel Freude. Sommernachtsritual. Minze. Wasserminze, das Sirup, das Limonade, Fliegenpilze da rein. 40, 50 Leute und dann tanzen überall kleine Pilze nach. Alle Fackeln sind auf einmal Pilzköpfen am nächsten Morgen in die U-Bahn. Oh, da kommt ein großer Pilz. Kaffee, das trinken wir. Herrlich. Auto fahren, tanzen Fliegenpilze auf den Lenker. Nein, man sollte bei sowas nicht Auto fahren. Man wird nicht nur abgelenkt, man nimmt anders wahr und kann in dieser Dimension nicht mehr auf den teilnehmen. Wenn jemand natürlich aus medizinischen Gründen und gut zu schlafen, abends ein ganz bisschen von dem Honigwaldfliegenpilz nimmt, einen halben Teelöffel oder so, dann wird er vielleicht nachts nur schön träumen. Es ist auch eine Frage der Menge. Aber beim ordentlichen Schlafspielbild war ein von mir. Bitte nie auf. Ja? Nein? Hat jemand von euch noch Fliegenpilze genommen? Oder und trocken oder und Hitze erst entstehen. Und es ist ein Irrtum anzuglauben, dass der Fliegenpilz gut Haut mehr Wirkung hat als der andere. Eins ist richtig: Der Fliegenpilz hat einen kleinen weißen Punkt oben drauf und am guten Rand hängt dieses Häutchen, das am Stiel verbunden ist. So einfach und später weiß, dass man Velum nimmt. Dieses Fliegenpilz hat eine besondere Eigenschaft. Wenn man es anfasst, kann es an der Haut schon antrocknen, binnen Sekunden. Es zieht dann über die Haut ein. Und wenn man sensibel ist, kann man allein davon schon eine Wahrnehmung verändern. Ich habe einmal richtig große Fliegenpilze gefunden, die habe ich mir rausgenommen. Und da sie so feucht waren, wollte ich sie in den Backofen trocknen. Ich mache dann den Backofen bei 60 Grad und nach einer Viertelhalben Stunde war die ganze Wohnung so voll, dass ich sie dann richtig gut drauf waren. Dann haben wir dann das Fußabbrechen, habe die Haufen schon. Die waren dann schon zum Urlaubsrückgang verfault, aber allein über diese Dämpfe, die aus dem Backofen rauskommen, war das richtig lang. Alles klar, wenn du das wieder machen möchtest, muss der Backofen viel kälter sein. Er darf nicht über 40 Grad haben. Wenn man keinen guten Trockenstand hat, schneidet man ihn idealerweise in dünne Scheiben und legt sie auf der Lenkerplatte, damit sie gut schnell trocknen und dann stellt man es luftig hin. Und man überprüft es täglich und dreht sie ab und zu um, denn wenn Würmer drin sind, muss man die verbundenen Stellen weg, schnell wegschmeißen, sonst fressen die Viecher alles auf und die sind echt fit. Was sind die Nährstoffe? Sind die da noch in der Luft drin? Das habe ich auch gesagt. Ich stehe hier vor. Das ist ein Also, die Huthaut ist nicht wirksamer als das andere. Aber das Velum trocknet super schnell ein. Und das macht, jetzt sage ich vermutlich, weil ich mir nur vorstellen kann, dass ich es sicher weiß, macht es auch, dass wenn der Pilz sich hochwölbt und Feuchtigkeit sich drin sammelt, dann, dass das Wasser dann drin zum Zwergen fällt.
Und dann lieber vorher schon persönliche Erfahrungen machen. Lesen, gehört, stimmen, gehört, gesehen. Wer noch? Keiner? Ich möchte etwas dazu sagen. Also ich habe eine Sache immer so. Kannst du lauter? Ja. Ich möchte es vielleicht so, wenn ich mir so warnen und mir erklärt, dass es aus meinem Unterbewusstsein oder dem Unbewussten oder so kommt. Und ich habe weniger es interpretiert, wenn ich Wahrnehmungen hatte, dass die von jemand anders oder von einem anderen Wesen kommen, aus meinem Unterbewusstsein, so wie Träumen. Also wenn du im Traum anderen Leuten begegnest, kann es ja auch einfach ein Spiegel von deinem Unterbewusstsein sein. Es muss ja nicht eine andere Person sein, die im Traum begegnet. Das ist richtig. Es gibt verschiedene Arten von Träumen. In der Regel ist Traum dran und jetzt haben sie das verarbeitet, was sie am Tag gesehen hat. Jedenfalls ist das die Meinung der Industrie. Ich weiß, dass man, wenn man sich ganz abspannt, wenn ich alles weglasse und mich ganz entspanne, doch noch anders wahrnehmbar wird. Und dann kann es auch passieren, dass Wesen oder Stimmen oder auch Ahnen einem was erzählen. Das ist sehr gut möglich. Ich will ja gar nicht, dass du deine Interpretation änderst. Aber was wichtig ist, dass die Leute, die das können, dass sie das üben, das an- und auszustellen. Und dass sie es anstellen können, wenn es notwendig ist. Und damit sie auch aufstellen können, wenn es notwendig ist, weil es sonst manchmal sehr störend sein. Habt ihr sonst noch Fragen dazu? Laut, wie wirksam Fliegenpinsel sind. Das hängt auch an, wie viel Fliegenpinsel du reinnimmst. Suppe zu kochen. Du hast ein großes Problem. Du hast einmal eine Suppe gekocht. Die hält nicht lange. Du kannst damit nicht üben. Du kannst damit nicht üben. Du kannst Pech haben, dass nichts wird. Und du machst ein halbes Jahr, ein Jahr später mit der gleichen Menge Suppe und nimmst nur einen Löffel und das kann wirklich raus. Durch Hitze, entstehen die Wirkstoffe. Und ob du sie nun im Backofen trocknest oder backst oder zu Suppe kochst oder brätst, die Wirkstoffe entstehen. Aber bei Pinsel ist es extrem unterschiedlich. Und es kann sein, dass die Pinsel gerade nicht wirksam sind. Und das nächste Mal, wenn du es ein Jahr später wieder machst, sind sie so extrem wirksam, dass jeder von der Kondition rauskommt. Es ist verdammt schwierig, da eine Einheit zu schaffen. Wie manchmal stellt man das eine da aus, also ausgezeichnet. Das Ausschalten, das bedarf mentalen Trainings. Denn wenn dein Kopf oder wenn du anfängst, das wahrzunehmen, was man sonst nicht wahrnimmt, dann ist es ganz, ganz, ganz tolle Übung, das auch wieder abzustellen. Das ist genauso schwer, als wenn du in einem Raum dich mit Leuten unterhältst und alle anderen sind laut und sich trotzdem auf dein Gegenüber konzentrieren können. Man kann die anderen Stimmen ausblenden, aber es ist sehr schwer und sehr anstrengend. Man darf sehr viel mentaler sein. Noch Fragen? Aber damit ist diese Sache dann auch völlig unkalkulierbar. Ja! Wenn man jetzt Fliegenpilze zu sich nimmt, man kann ja überhaupt nicht die Menge kalkulieren, also, wie du gesagt hast. Deshalb mache ich einen Honigwein, beispielsweise 10 Liter, der so stark ist, dass ein Schnapsglas reicht. Das heißt, ich habe 500 Schnapsgläser. Und dann mache ich an mir selber eine Dosisfindung. Dann traue ich mich, das den anderen zum ersten Mal zu geben und befragen die vor und nachher sehr glücklich. Und dann weiß ich so nach 10, 12 Leuten ziemlich sicher, wie ich das mache. Okay. Ist der Wein immer gleich stark? Dieser eine Wein ist dann in sich inhaltlich gleich stark. Alle 10 Liter. Also inzwischen bin ich sogar der Größenordnung 40, 30 Liter Fliegenpilzwein, damit mir einer geschafft hat. Fliegenpilz. Und was ist das? Wieder reicht ganz, ganz, ganz viel. Ein Schaffbar ist bei mir ausreichend groß. Von dem, das, was ich glaube. Was auch so. Ja, weiß ich. Das kommt doch an, wie oft du in meinen Laden kommst. Das ist ja, das ist ja auch ein bisschen nicht beginnen würde. Das kannst du auch nicht
auch gerne mal. Ich denke mal, wahrscheinlich mit so einem Sammelkorb kommt man da wahrscheinlich nicht raus. Ich kann dir eine ganz kleine Schale machen, da kannst du nicht lange mit üben. Und wenn du dann fertig bist und weißt, wie viel du hast, ist es schon wieder durch. Das ist die Frage. Ich gehe fast alle zwei Tage dieser Jahreszeit sammeln. Und ich habe erfreulicherweise einen ganzen Haufen Freunde und weiß, was ich tue. Sammeln. Ja, es ist so, das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe das über Jahre aufgebaut, dass viele Leute wissen, dass ich sowas brauche und ich kriege erfreulich von dem hier hast du mal, von dem da hast du mal, von dem da hast du mal. Es ist einmal schiefgegangen. Ein guter Freund von mir. Sehr eigen. Wollte irgendwie was Gutes. Er wollte was von mir und da wollte er auch was Gutes und tut, weil er weiß, dass er da drunter aufs Spiel und dass er das immer mitmacht. Und er war auf Fliegenpilze. Und er ist sehr sensibel. Er nahm die alle zwar feuchtes Wetter. Und er hat mehr Pilze, als er dachte. Und er hat hier einfach die nächste große Plastiktüte. Hätte ich so 120 Liter Müllsäcke. Und dann war er dabei und kam wieder rein. Und dann kam bei ihm so was wie ein Fliegenpilztier auf. Also nicht, weil er das für sich haben wollte, sondern er war voll auf dem Trend. Er war auf dem Trend viel besser. Und er kam dann schon an. Pilze gehören erstens nicht in Plastik, also wenn man sie belastet, manchen. Ich hatte nichts davon gebracht. Die waren so gut wie alle kaputt. Aber der war tagelang. Meine Frau ist auch ganz sensibel, ich spreche jetzt einfach mal schnell darüber. Ich habe Fliegenpilze mitgebracht und es gab auch ganz viel zu tun. Mit Warzen, die auch eben zu schneiden sind, trocken. Und sie hatte vergessen, Handschuhe. Und danach sollte sie das abfüllen. Kleine 0,25 Flaschen. Und da ziehen sie so kleine rote Gummikappen. Nach etwa 150 Flaschen hat sie aufgegeben. Sie konnte es nicht mehr sehen. Kein weißer Punkt. Sie war nicht mehr in der Lage, die Flaschen zu schneiden, weil sie konnte dann nicht umgehen, dass das rote Kappe war, ohne weiße Punkte. Die ist damit, ich sage in Anführungsstrichen, geschlagen, dass sie was sieht, was andere nicht sehen, und es ist sehr schwer, etwas auszuprobieren. 120 Flaschen nach, das ist geschafft. Okay, noch Fragen? Wie vor muss jetzt? 25 Minuten. Dann haben wir noch 25 Minuten Zeit. Ich kann mich noch was fragen, ich bin doch 40. Man kann nur noch Kontakt geben, wenn der Austausch oder sowas. Ja, wie gesagt, das Geschenk allerdings ist zersetzt, aber es ist ja schon so, dass Pilze auch Pflanzen haben. Das heißt, dass wir schon so gut sind. Selbstverständlich. Sozusagen. In meinem Darm ist es auch Symbiose von Pilz und Hühner. Genau. Beim Weiden ist es auch nicht anders. Richtig, mein kurzes Hälfte heißt Saccharomyces. Das ist der erste Satz in der Aufklärung unter Wein auf meiner Ebene. Ja, mein kurzes Hälfte. Es ist einfach nur Schweinegeile. Wir sind so klein, ich sehe sie nicht, sonst streiche ich die auch schon. Aber gut, du willst nicht leben. Leben oder was? Ja! Also in diesem Fall Saccharose-Kreisen. Also die Bierhefe ist auch gut, aber ich benutze sie nicht ganz so häufig. Ich mache eine Wahnsinn. Ich habe sehr wenig Erfahrung zum Zyklus. Ich habe zwei, dreimal was genommen, viermal. Zweimal hat es nicht gewirkt, einmal ein bisschen. Und einmal wollte ich mit meiner Frau den Sex machen, kam noch nicht dazu, weil sich alles so schön weich und schwammig an den Kopf gefühlt hat. Und sie meinte dann, dass sie aber kein Bild hat. Das Problem mit dem Zylo ist, entweder er wirkt und dann ziemlich kräftig oder er wirkt nicht. Und weil ich nicht gleich mein Laden von 10 bis 24 Uhr, sondern auch zum Freitag von 18 bis 24 Uhr habe, will ich immer auch für meine Kunden da sein und verantwortungsvoll verfügbar sein.
Und Frieden lässt sich eigentlich in geringeren Mengen nehmen und er wirkt, ohne dass er mein Wollen ausschaltet. Und das so wie ich ihn umsammle. Und Psycho kann ganz schnell mein Wollen ausschalten. Aber ich jedenfalls finde es ja nicht. Also, Psycho ist also mein Pilz. Was? In Ihrem Wollen. Mein Willen. Ja. Das, was ich will, was für mich gut ist. Okay. Also, was ich denke, was für mich gut ist. Also, was vielleicht wirklich für mich gut ist, vielleicht was anderes. Aber, also, mein Psycho ist nicht mein Pilz. Aber da musst du den Glocken Gas fragen oder den Glocken Eulen, die sind also auf dem Gebiet viel, viel, viel fehlt. Ja, das heißt, ich bin jetzt halt. Zauberkampf-Hamburg.de. Oder gibt es bei Google oder sonst irgendwo Zauberkampf-Hamburg, das ist immer auf der ersten Seite. Zauberkampf-Hamburg? Bingo. Ja? Wollen Sie da so etwas bestellen oder kriegst du das vor und für Sprechen? Bei all meinen Produkten muss man einfach mit dem Laden drin sein, der ist ja Text gelesen, ich bin die Folgenaufgabe, dauert also 5 Stunden, dann verkaufen Sie das etwas. Ansonsten. Ich bin Erik Koch und Fliegenpilz ist nicht verboten. Ich darf also biotechnische Produkte herstellen, die müssen nicht der Norm entsprechen und es nicht dem BTMG unterliegen. Das ist das Hauptunterschied zum Psycho, wenn ich den verkaufen würde, würde ich die Strafe machen. Dann kriegen wir jetzt nicht. Sehr gut, nochmal. Aber mit dir sollst du das so machen? Auch wer mit mir welche Versuche machen kann? Das ist der Fahrer. Wie spielt ihr nicht? Ich meine, es ist nur mit mir, das ist ein Fahrer. Ich bin halt der Fahrer. Ich weiß, ihr. Zeige ich, wie das geht, und bin leider nicht im Notverlauf. Das kostet natürlich Geld. Gut. Kommt nur noch an. Da ist irgendwas? Oder bei dir? Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Das ist der rechtliche Urteil, der Fahrer Lebensmittel kostet. Das ist kein Betreuungsmittel, aber es gibt ja noch das Lebensmittelgesetz, das Lebensmittelgesetz, Lebensmittel, muss gewisse Vorschriften erfüllen, insbesondere darf es keine toxischen Wirkungen. Ich darf ja aber auch Zitrusprodukte herstellen. Ich habe mir von der Behörde Genehmigung geholt oder beantragt, Zitrusprodukte herstellen zu dürfen, das ist genehmigt worden. Ich darf Zitrusprodukte machen. Und die ethischen Produkte sind keine normalen Lebensmittel. Und das Lebensmittelgesetz gilt immer nur dann, wenn es als Fertigprodukt in den Handel kommt. Denn der Koch darf ja sogar diesen Kugelfisch machen, der darf natürlich nie in den Handel kommen. Und Kugelfisch macht man nur ansatzweise der Lebensmittel, ist absolut möglich. Ja, der Koch darf das. Aber er darf es nie als Fertigprodukt in den Handel. Muss man die Kochordnung dafür haben? Das reicht nicht aus. Du müsstest mindestens auch noch eine Ausbildung zum diätetischen Schulkoch haben. Was? Zum diätetischen Schulkoch. Also, oder zum Arzt oder Kollegen oder wie. Das heißt, alle meine Sachen sind nie fertig. Auch wenn ich mit großer Einheit nicht gestartet. Noch Fragen? Wollen wir das Thema verlassen oder ich soll zu einer Raume wechseln? Ja, was soll ich denn zu einer Raume sagen? Ich habe heute das Thema mal gelernt bekommen und das Thema von Lusten ich darf nicht sagen, wo ich sie herbekomme, denn wenn ich das sage, bin ich den, der sie mir verkauft, eventuell in Gefahr. Weil es mit Alarme zwar nicht verboten ist, aber die Behörde in der Regel so gehandhabt wird, dass sie einen, der Alarme handelt, Alarme wegnehmen und dann nicht weiter reagieren. Und wenn man dann sie an das weggenommen haben und sie etwas verboten haben, dass das wieder ein persönliches Verbot ist, dass man wieder verstößt und dann gibt es Strafen und bis in die Gefängnisse so. Und dementsprechend hat die dazu. Verwenden tue ich überwiegend die Alraunenwurzel getrocknet. Ich habe auch Alraune als Pflanze, jedes Jahr wieder. Ich habe es noch nicht geschafft, Alraune selber zum Blühen und zum Fruchtifizieren zu kriegen. Das liegt aber auch daran, dass ich kein Grundstück habe. Ich würde für dich Alraune anbauen lassen können, aber es ist ein sehr langwieriges Teil, weil wir brauchen sogar 80 Jahre, um ansatzweise dick zu werden, dass man sie ernten kann. Und mindestens 5 bis 8 Jahre, bis sie die Wehren hat, wenn alle anderen Herangehensweisen stimmen.
Das heißt, sonst dagegen gibt es meines Wissens keinen, also in Hamburg-Umgebung, der Braunbieren herstellt. Ich weiß einen in Deutschland, der das kann, der die auch züchtet. Und aus der Quelle kriege ich manchmal Raumbeeren verkauft er nicht, weil er davon zu wenig hat. In Griechenland, in Kreta beispielsweise, wenn du Urlaub machst, da kann es dir passieren, dass du, wenn du in der richtigen Jahreszeit da bist, früher herrscht, wenn du da Raum mit Beeren findest, steht da aber, glaube ich, nicht die Kultur mit Beeren. Türkei auch. Okay? Ich möchte noch was anderes. In mir dreht sich das noch was über Waldmeister zu sagen. Ja? Ich wollte in diesem Fall, Sie hatten das so erklärt, dass Sie so einen großen Flasche mit Rotwein ansetzen. Honigwein, ja. Sie könnten das nochmal so kurz beschreiben, also wie das. Was? Wie das genau gemacht wird. Also was gemacht wird. Der Zwiebeln muss erst getrocknet werden, das habe ich schon gesagt. Richtig. Dann mischen Sie das mit diesem Honigwein irgendwie. Also einen Honigwein stelle ich hier aus Honig und Wasser, Milchsäure und Hefe. Und in diesen Ansatz schmeiße ich auch gleich den Pilz an, den getrockneten, geriebenen Pilz. Getrockneten, gerieben, nicht die kleinen. Einige Teile werden größer, einige kleiner, je nachdem, wie trocken das größer, der wird auch weniger klein. Okay. Wie viel Kilogramm oder so trocken man hat? So viel, wie ich habe. Also nach dem, was ich habe, setze ich die Honigwein an. Wenn ich jetzt fragst, wie viel Honigwein ich mit dem Fliegenfeld mache, in den Honigwein rutsche, dann sage ich dir, das sage ich dir nicht, weil das ist mein ganz persönliches Rezept. Du musst einfach ausprobieren, was für dich gut ist. Weil das, was für mich gut ist und wirklich handhaben kann, ist nicht immer für andere. Also 10 Gramm wird zu wenig sein und 100 Gramm könnte extrem viel sein. Okay, probieren. Das wird man bestimmt können, aber ich weiß nicht, ob die Staffel mitkommt. Ja, das weiß ich. Brennen. Also, wenn ich brennen würde, würde ich immer von meinem richtig brennen, das heißt mit Anwendung am Start. Und das ist sowas, was uns auch bei keinen Anwendungen ganz kann. Wie viel Prozent reicht dieser Honig? Wenn du mein Rezept nimmst, 1 Kilo Honig auf 2 Liter Wasser, dann reichst du locker 80% und ist dann jetzt Jahre bis Jahrzehnte haltbar. Das dauert aber auch 2 bis 3 Jahre, bis er fertig ist. Und dann muss die ganze Zeit warm stehen. Ja. Einer meiner Lehrer war die Grundelrebe. Ich wusste, dass man früher Grundelrebe benutzt hat als Getränk. So ähnlich wie Waldmeister. Und es dauerte eine ganze Zeit, bis ich diese Grundelrebe bekam von einem Freund. Und ich dachte mir, da machst du einen Sirup draus. Ich bin ja Koch, also kochst du den Sirup. In dem Grundelrebe schmeißt du ihn Wasser, lässt ihn ein bisschen ziehen, habe einen großen Topf. Wasser rein, Grundelrebe rein, weg. Ich schaue in diesen Baum in die Ecke und wollte den Topf aufmachen, da hat mir meine Grundelrebe gegeben. Das brauchte ich nicht. Der Deckel war hoch, die Grundelrebe war einfach ausgewachsen. Oh, da ist ja was schief gegangen. So habe ich nicht gedacht. Feuer. Es braucht plötzlich mal 5 Rippen. Zucker dazu, durchgekocht, abgesiebt. Nichts an Geschmack. Nichts an Duft. Am nächsten Tag, wenn ich müssen, habe ich es nicht. Ich habe es verstanden, aber Tag genutzt. Und irgendwann sagte mir die Grundlehrerin, ich kann das nicht genau sagen, wie sie das gesagt hat, aber sie sagte mir das nicht. Hey, bist du? Das macht man anders. Von da an machte ich mich wieder so Sirup wie vorher. Grundelrebe, Zucker. Grundelrebe, Zucker. Grundelrebe, Zucker. Und das lässt man stehen. Wochenlang. Es ist schwierig, die richtige Dosierung rauszuholen, weil jedes Mal, wenn man Grundelrebe hat, hat sie einen anderen Feuchtigkeitsgehalt. Wenn man es richtig macht, löst sich fast aller Zucker auf, nur ganz kleine Reste bleiben, ein bisschen Zucker muss oben drauf und dann bleiben, dann ist es schön. Der Rest wird flüssig. Wenn man es noch abpresst, dann verliert sich fast nichts mehr an Grundlage. Kann man noch die Beine setzen, aber sonst nicht. Und dann hat man tollen Grundlage. Dann schmeckt der. Und dann kann der machen, dass man vielleicht mal was sieht. Oder ungesund. Grundlage ist der kleine Bruder vom Waldmeister.
Und der Waldmeister freut sich dann ganz, ganz doll darüber, was wir darüber berichten. Denn dadurch, dass er verboten ist, also er ist gar nicht verboten, es gibt für Höchstmengen Verordnungen, wo man sagt, er kann nicht mehr Waldmeister als X, in einem Liter tun darf, und das bedeutet, dass nur so wenig Waldmeister drin ist, dass man nicht vernünftig Geschmack hat. Also gibt es industriell hergestelltes, alles in der Gastronomie und nie mehr. Weil das, was so nicht gut ist, und wirklich handhaben kann, ist nicht immer für andere. Also 10 Gramm wird zu wenig sein und 100 Gramm könnte extrem viel sein. Okay? Pro Liter. Das wird man bestimmt können, aber ich weiß nicht, ob die Staffel mitkommt. Das weiß ich. Nein, nein. Brennen. Also wenn ich brennen würde, würde ich immer von meinem richtig brennen, das heißt mit Anwendung am Start. Und das ist sowas, was uns auch bei der Runde kein Angrenzkontroll ist. Wenn du mein Rezept nimmst, 1 Kilo Honig auf 2 Liter Wasser, dann reichst du locker 80% und ist dann Jahre bis Jahrzehnte haltbar. Das dauert aber auch 2 bis 3 Jahre, bis er fertig ist. Und dann muss die ganze Zeit warm stehen. Ja. Einer meiner Lehrer war die Nudelregel. Ich wusste, dass man früher Grundregel benutzt hat als Getränk. So ähnlich wie Waldmeister. Und es dauerte die ganze Zeit, bis ich diese Grundregel bekam von einem Freund. Und ich dachte mir, da machst du ein Sirup draus, ich bin ja Koch, also kochst du den Sirup. Und im Grundregel schmeißt du in Wasser, lässt ihn ein bisschen ziehen, hast einen großen Topf, Wasser rein, Grundregel reinwerfen. Ich schaue nächsten Morgen in die Ecke und wollte den Topf aufmachen, und habe mit meiner Grundregel gegeben. Das brauche ich nicht. Der Deckel war hoch, die Grundrinne war einfach rausgewachsen. Oh, da ist ja was schief gegangen. So habe ich nicht gedacht. Feuer. Es roch kräftig nach Grundrinne. Zucker dazu, durchgekocht, abgesiebt. Nichts an Geschmack. Nichts an Glück. Am nächsten Tag. Weggeschmissen habe ich es nicht, ich habe es verstanden und Tag genutzt. Und irgendwann sagte mir die Grundlehrerin, ich kann das nicht genau sagen, wie sie das gesagt hat, aber sie sagte mir das, hey, du bist dumm, das macht man anders. Von da an machte ich nicht mehr so Sirup wie vorher. Grundlehrerin, Zucker. Grundlehrerin, Zucker. Grundlehrerin, Zucker. Und das lässt man stehen, wochenlang. Es ist schwierig, die richtige Dosierung rauszuholen, weil jedes Mal, wenn man Grundregel hat, hat sie ja einen anderen Feuchtigkeitsgehalt. Wenn man es richtig macht, löst sich fast aller Zucker auf, nur ganz kleine Reste bleiben, ein bisschen Zucker muss oben drauf und dann bleiben, damit es nicht stimmt. Der Rest wird flüssig. Wenn man es so abpresst, hat man richtig fast nichts mehr an Grundregel. Kann man noch den Beiraum setzen, aber sonst nicht. Und dann hat man tolle Grundregel. Dann schmeckt der. Und dann kann der machen, dass man vielleicht mal was sieht. Oder ungesund. Grundregel ist der kleine Bruder vom Waldmeister. Und der Waldmeister freut sich immer ganz, ganz doll darüber, was hier drin berichtet. Denn dadurch, dass er verboten ist, also er ist gar nicht verboten, es gibt für Höchstmengen Verordnungen, wo man sagt, er kann nicht mehr Waldmeister als X in einem Liter tun darf. Und das bedeutet, dass nur so wenig Waldmeister drin ist, dass man nicht vernünftig Geschmack hat. Also gibt es industriell hergestelltes, alles in der Gastronomie und nie mehr richtigen Waldmeister. Und dadurch gerät er richtig in Vergessenheit und ist einer der schönsten Sachen, die man so schön sagt. Denn der Waldmeister ist nicht nur ein Heilmittel und ein glücklich machendes Mittel. Er ist auch ein hervorragender Organisator, denn er macht, dass verschiedene Stoffe, die man nimmt, sehr wohl miteinander funktionieren und harmonisieren. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie ein Dirigent. Wenn da oben 3, 4 Leute stehen, die Musik machen, einer mit der Pauke, einer mit der Flöte, einer mit der E-Gitarre und einer mit dem Schlagzeug, und die kommen alle aus verschiedenen Musikrichtungen, dann gibt das Kraft. Wenn der Intelligenz immer mit denen abgesprochen hat und ihn leitet, dann gibt das Musik. So ähnliches Waldmeister. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Medikamente für die Menschen, also pflanzliche Medikamente, für die Menschen viel verkömmlicher sind und besser wirksam sind, wenn man sie mit Waldmeister mischt. Die moderne Industrie ist aber darauf aus, immer nur Einzelwirkstoffe zu haben, Mono-Anwendungen und ich persönlich glaube, das ist nicht so gut. Aber es fehlt an wissenschaftlichen Untersuchungen zu Vielfalt an Inhalten.
Und damit gerät er nicht in Vergessenheit. Und das ist eine der schönsten Sachen, die man so schön kann. Denn der Waldmeister ist nicht nur ein Heiligen und ein Glücklichmachendes Mittel. Er ist auch ein hervorragender Organisator. Denn er macht, dass verschiedene Stoffe, die man nimmt, sehr wohl miteinander funktionieren und harmonisieren. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie ein Dirigent. Wenn da oben drei, vier Leute stehen, die Musik machen, einer mit der Pauke, einer mit der Flöte, einer mit der E-Gitarre und einer mit dem Schlagzeug, und die kommen alle aus verschiedenen Musikrichtungen, dann gibt das Kraft. Wenn der Dirigent sich mit denen abgesprochen hat und die leitet, dann gibt das Musik. So ähnlich ist Waldkreis. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Medikamente für die Menschen, also pflanzliche Medikamente, für die Menschen viel verkörperlicher sind und besser wirksam sind, wenn man sie mit Waldmeister mischt. Die moderne Industrie ist aber darauf aus, immer nur Einzelwirkstoffe zu haben, Mono-Anwendungen. Und ich persönlich glaube, das ist nicht so gut. Aber es fehlt an wissenschaftlichen Untersuchungen zu Vielfaltsanwendungen und dementsprechend ist das sehr schwer. Waldmeister ist ganz toll, macht ganz viele Leute, kann aber zu viel zu Kopfschmerzen führen und zu Blutgerinnungsstörungen, dann verhindert die Produktion der Stoffe, die unser Blut gerinnen lassen. Neben 36 Stunden, das heißt nach Waldmeister gab es zu viel, hat man 36 Stunden später ein Loch in der Blut. Also vorsichtig mit dem Waldmeister. Habe ich noch Zeit für das? Ja. Du kannst einen Waldmeister mit einem Stoff tun, du kaufst einen Waldmeister mit Stoff, einen Tropfen schnell gekauft, diesen Ding, und dann nur einatmen, das ist besser als ein Schlafzeug. Du kannst ihn als Tee trinken, als Likör, als Wein, als Bier, wie er gleich Bier liegt, darf ich nicht erhitzt werden, wenn die Stoffe kaputt werden. Aber Tee ist okay? Ja, aber schwer zu dosieren. Besser ist, du machst erst ein Sirup und machst auch einen Magen. Wie heißt das denn, was du meinst, wenn du einen Schlafzeug hast? Mit kaltem Wasser übergießen ist eins, einmal aufkochen ist was anderes. Das ist schon geil. Also, wenn ich jetzt von der Berliner Weiß mit Waldmeister bist, dann selbstverständlich kein Waldmeister, sondern das ist nicht geschmeckt, kann ich mir gut vorstellen. Nochmal, habt ihr nicht verstanden? Kann das sein, dass der bitter wird, wenn er schon gedünnt hat? Oh ja, dann ist ja so, dass er nicht mehr gegessen und verwendet werden will, dass es nicht bitter macht. Und dann mag man ihn auch nicht essen. Dann soll man ihn auch nicht essen. Der soll vor, aber es ist während der Füße gar nicht. Ich kann aber nicht, dass gerade dann mit der Blüte ist, der Gottstoff dann noch bitter werden. Die Blüte darf aber noch nicht befruchtet sein. Das heißt, du musst morgens aufstehen, bevor die Bienen und Fliegen aufwachen und ihn dann sammeln. Das heißt, du musst am Tag vorher auch los gewesen sein und die anderen schon weg sein. Das heißt, du musst eine Zeit lang liegen bleiben, bevor die Fliegen aufwachen, rausschneiden und weiter. Da hast du den Potenzial zum Waldmeister. Wisst ihr, der Waldmeister wird hier manchmal so. Also, nicht so wie ich das. Anke, zwei Freunde, noch eine Freundin und ich, waren Waldmeister. Die Freunde hatten noch ein Mietenbuchgerät mitgenommen, weil die im Wald mal gucken wollten, wie das funktioniert. Und dementsprechend haben sie mal Waldmeister gesammelt und manchmal umgespielt. Also für die war das auch ganz ernst, die haben sich da auch was gefunden, ein kleiner Mine, aber schon noch weg. Und als ich in den Wald so reingehe, ich kenne die Stelle, da bin ich häufiger, guckte ich, wo was wirkt, und da kam ich so echt rechts in die Ecke und da war so ein Baum für den Wiesen gelegt und da bin ich. Die Freundin, die wir mitgebracht haben, da auch übersinnliche Fähigkeiten, die hat auch übersinnliche Fähigkeiten. Und andere, die Freundin und den Hitten nicht, die beiden anderen waren unterwegs, als ob der Leinwaldmeister gesagt hat, stufen mich in rein, ab und zu mal ein Ritual gemacht. Und die haben das so einmal vor dem Ritual gemacht, dann habe ich einfach fleißig gesammelt. Irgendwann konnte ich nicht mehr hin, Jungs waren noch nicht zurück, ich ging zu meinen Frauen, die waren noch am Schranken, ich sammelte noch ein bisschen, als ich keine Lust hatte, jetzt reicht's. Als wir aus der Weide rausgingen, Anwendung, und dementsprechend ist das sehr schwer. Waldmeister ist ganz toll, macht ganz viele Leute glücklich, kann aber zu viel zu Kopfschmerzen führen und zu Blutgerinnungsstörungen, dann verhindert die Produktion der Stoffe, die unser Blut gerinnen lassen. Neben 36 Stunden, das heißt nach Waldmeister gab es zu viel, hat man 36 Stunden später ein Loch in der Blut.
Also vorsichtig mit dem Weltmarkt. Habe ich noch Zeit für das? Du kannst einen Waldmeister in den Stoff tun, du kaufst einen Waldmeister in den Kopf, diesen Ding, und dann nur einatmen, das verbessert den Schlafkörper. Du kannst ihn als Tee trinken, als Likör, als Wein, als Bier. Nee, er sagt, ihr Bier darf ich nicht erhitzt werden, wenn die Stoffe verbunden werden. Ja, aber schwer zu dosieren. Besser ist, du machst erst ein Sirup und machst auch einen Magen. Wie heißt das Wasser dann, wenn dann mit heißem Wasser übergießen ist eins, einmal aufkochen ist was anderes. Der Schnitzel, den ich mache, ist eklig. Das ist schon geil. Also, wenn ich jetzt so eine Berliner Weiße mit Waldmeister nicht, dann selbstverständlich kein Waldmeister, sondern dass das eklig schmeckt, kann ich mir gut vorstellen. Nochmal, ich habe nicht verstanden. Kann das sein, dass er bitter wird, wenn er schon gewöhnt hat? Oh ja, dann ist er so, dass er nicht mehr gegessen und verwendet werden will, wenn er bitter macht. Und dann mag man ihn auch nicht essen. Dann soll man ihn auch nicht essen. Der soll vor, aber es ist während der Füße gar nicht. Ich habe auch gehört, dass gerade dann, wenn er blüht, diese Wirkstoffe dann noch bitter werden. Die Blüte darf aber noch nicht befruchtet sein. Das heißt, du musst morgens aufstehen, bevor die Bienen und Fliegen aufwachen und ihn dann sammeln. Das heißt, du musst am Tag vorher auch los gewesen sein und die anderen schon weggesammelt haben. Das heißt, du musst eine Zeit lang jeden Morgen, bevor die Fliegen aufwachen, rausschneiden und weiter. Dann hast du den Potenzial zum Weitmeister. Wisst ihr, das Weitmeister mit dem manchmal so? Also, nicht so wie ich das. Anke, zwei Freunde, noch eine Freundin und ich, waren Waldmeister zusammen. Die Freunde hatten noch ein Mietenbuch mitgenommen, weil die im Wald mal gucken wollten, wie das funktioniert. Und dementsprechend haben sie mal Waldmeister gesagt und manchmal umgespielt. Also viel war das auch ganz ernst, wir haben ja auch was gefunden, schon keine Mine, aber schon noch hin. Und als ich in den Wald so reingeschickt, ich kenne die Stelle da bin ich häufiger, guckte ich, wo was wirkt, und da kam ich so echt rechts in die Ecke und da war so ein Baum für ein riesiges Ding und da wird die Freundin, die wir mitgebracht haben, hat auch übersinnliche Fähigkeiten. Und andere Freunde unterhielten sich. Die beiden anderen waren unterwegs, als ob die alleine waren, was sie gesagt haben. Wir stufen nicht in rein. Ab und zu mal ein Ritual gemacht. Und ich habe dazu einmal vor ein Ritual gemacht und habe einfach fleißig gesammelt. Irgendwann konnte ich nicht mehr hin. Jungs waren noch nicht zurück, ich ging zu meinen Frauen, die waren noch am Schranken. Ich sammelte noch ein bisschen, als ich keine Lust hatte, jetzt reicht. Als wir aus dem Wald rausgingen, waren da eine Baumstamm völlig nicht da. In der Größenordnung von so einem Breite, von so einem langen Feld, links und rechts vom Waldmeister, auf einem vom Baumstamm, auf einem Waldmeister mit mir. Von vorher so viel war da auch so viel innerhalb von 3 Stunden gewachsen und hatte. Das Erklärungsmodell meiner Frau hat mich dann sehr überrascht. Sie sagte, da war ein Ober, der war so 9-jährig. Worüber sie sich unterhalten haben und was sie sich unterhalten haben, das war unserem Namen kennengelernt. Und wenn wir ihn ja nicht mitgenommen hätten, wenn wir ihn nicht vorbeigegangen sind, den ich hätte aufrufen können, musste er den Waldmeister motivieren, so zu wachsen. Also mich hat das gefreut. Okay. Könnt ihr natürlich noch probieren. Limonade oder so.